Dann stelle ich da hinten. Halte beim Kassierer und drücke E. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. So. Kann keinen Wegpunkt setzen. Doch, mit linke Maustaste. Eine von 6 Tankstellen. Boah, das wird ja Ding. Also ich glaube, das Achievement schaffen wir nicht. Und wenn wir noch so schnell sind. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier mit der Kohle. Na okay, hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Ja, muss auch immer so lang quatschen. Ein Wegpunkt wird auf dem Radar angezeigt. Hallo? Wäre auch mal nett, wenn du mir noch ein Ding dazu bringst. Jetzt kommt der grüne Strich. Zum Glück habe ich diese Mute-Taste, damit nicht jeder hinterher im Video meinen Husten hören muss. Tankstelle. So schaffe ich es garantiert nicht. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Ja, hab schon mal drüber nachgedacht. Hau jetzt da ab, ich muss mich beeilen. Das war die dritte. Das wird eng. Chinatown. Oyster Bay. Gerade über eine rote Ampel direkt vor den Augen der Bullen und sie machen halt nichts, gell? Ups, da war ein bisschen zu weit rechts. Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke. So. Also den jetzt noch und dann wieder den da unten. Hm? Oder der da oben. Der ist fast geschickter, wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt hier rum, daher, und dann fahre ich lieber hier rum und dann da oben ist wahrscheinlich kürzer, als wie wenn ich erst wieder hier unten zurück muss und dann da durch. Probieren wir's. Kumpel, und du hast mich nie gesehen, klar? Ja,
Okay, alles klar, wir mal einmal da unten rum. Einmal kurz durch den Park abgekürzt. Ich wollte jetzt gerade sagen, wo will denn das Navi hin? Verfolgung von Rasa auch. Ah, das war ja wieder klar. Wenn man sie überholt, dann sind sie nicht so. Da sind sie aber nicht lang dran geblieben. Wir könnten es schaffen, ja. Wenn wir jetzt hier hochfahren, volle Kanne hier rüber, das könnte man schaffen. Benzinmarken. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Also ich weiß noch ziemlich, ich glaube, ich habe das im Original Mafia 2 nie geschafft. Aber wir haben noch ein Drittel locker von der Zeit übrig. Wird jetzt eng, aber das könnte man tatsächlich noch schaffen. Das war jetzt ein bisschen schlecht gebremst, aber okay. Das könnte man erst noch schaffen, das könnte man wirklich noch schaffen. Hier, komm, Drehzahlbegrenzer voll in den roten Bereich rein. Hol alles aus der Kiste raus. Oh, knappe 100 Meilen, Alter, jetzt geht's aber ab hier. Und ich sollte mal anfangen bremsen. Ja, genau deswegen. Ja Mann, das schaffen wir, das schaffen wir, wir sind gleich da. Nur noch geradeaus, jawohl. Und bremsen, 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 nicht zu schnell, wir müssen hier am Ding dran halten. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. Wo hast denn du die her? Ach, vergiss es, will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joe zurück. Ah! Werkstatt, Empire Diner. Halte an und drücke E. Gehe zu Joe, um die Mission abzuschließen. Okay, also im Prinzip wird er zurück und dann ab ins Pit Miley, so wie immer halt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht. Die Mission mit dem leise die Benzinmarken klauen, hatte ich irgendwie wesentlich schwieriger in Erinnerung. Und jetzt auch, dass wir es irgendwie geschafft haben, alle Benzinmarken innerhalb von Zeitlimit zu verkaufen. Muss ich ehrlich sagen, positiv. Und komm, volle Hund, schaffen wir jetzt die 100 Meilen. Nee, auch bei. Nur Taxis unterwegs. Wieder geht meine Motorhaube.
Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich irgendwie schwieriger in Erinnerung. Reparieren, $173. Erreichte Geschwindigkeit 152 km/h, Zustand perfekt, angepasster Motor, inventiertes Geld $173, Gewicht 1,7 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 156. Höchstgeschwindigkeit 156 und ich habe nur 152 geschafft und das, obwohl wir noch die Ebene an der Brücke runtergefahren sind. War ja wieder so klar, sie mussten ja die Ding im Lincoln Clayside Auto hier wieder einbauen. Aber unseren typischen roten Roadster haben wir noch nicht. So, jetzt aber bevor wir okay. Nee, alles klar. Der nächste Playboy kommt erst im Kapitel 4 laut dem Dings. Sag mal schnell. Wir zumachen, so viel Zeit muss sein. Oh, eine Taube vorm Fenster. Weißt du, ich find's ein bisschen komisch. Einerseits, kann ich? Waffen sind hier nicht erlaubt. Einerseits hat der Joe gesagt, du weißt ja, wie sehr ich es hasse zu lesen. Und dann hat er hier ein Regal, einen Schrank voll mit Büchern, die er eigentlich nicht lesen will. Und eins von diesen Büchern heißt, was? Fast Dog Legs. Achso, ich habe jetzt zuerst Easter Eggs Clan aus Ding. Und dann hat er natürlich Pipe Magazine, Pipe Magazine, Pipe Magazine. Dasselbe Cover haben wir hier dreimal, weißt du? Und da oben ist nochmal, ganz oben links, nochmal Pipe Magazine. Und Fast Dog sehe ich auch schon dreimal. Nett. Der BH liegt immer noch hier, hat noch keiner aufgeräumt. Ein Pin-Up Girl mit einem MG42, das finde ich auch nett. Und hier ist nochmal Fast Dog Legs. Und das Pipe Magazine ist auch nochmal da oben. Ja, geil. So, sollen wir erstmal wieder ins Bitnei legen. Also immerhin habe ich wieder einen regulären Zuschauer. Das ist schön. Keine Ahnung, wer es ist. Er hat noch nichts im Chat geschrieben. Oh Mann. American Way of Life, in Unterwäsche vor dem Fenster stehen und Bier trinken. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Triff dich mit Joe bei Freddy's. Nimm eine Waffe und Dietrich hier mit. Waffe habe ich ja aber schon, gell? Dietrich hier müsste ich ja auch noch haben. Habe ich irgendwo ein Inventar? Ne, habe ich doch nicht, gell? Woher will ich jetzt? Hauptmission, Aufgaben. Zu Hause, Telefonzelle, Wegpunkt, Werkstatt, Tankstelle, Modegeschäft, Bar, Essen, Trinken, Waffengeschäft, Harry. Harry wird natürlich durch eine Maschinenpistole Ding. Bruski, Derek. Okay. Joe war anscheinend letzte Nacht nicht hier. Der BH liegt immer noch da. Nehmen wir Lincoln Clays Armeejacke wieder mit. So, wer wohnt jetzt hier nochmal? Doch, gell? P.R. Oh Gott. Matejicic. Oh Gott, oder, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Luigi Bellonio.
typischen Kampfhunde aus Mafia 1 wieder. Irgendeiner liegt da verwundet am Boden. Der andere hat gerade seine Flasche Wodka wieder in den Mantel zurücksteckt. Sehen wir schon noch mehr durch dieses Fenster? Nein. Vielleicht wollen wir auch gar nicht mehr sehen. Hier sehe ich auch nichts. So, wollen wir mal wieder hier Linking Clay. Linking Clays Standardkarre. Alter, der ist wieder schwer hecklastig. Der heißt nicht umsonst Drifter. Nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Cool bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu es. Jetzt. Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen. Zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadt Mitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn es so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Du kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinbringen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. 6 Stunden später. Fahr mit Joe zum Mall und raube den Juwelierladen aus. Ist übrigens schön, dass man jetzt hier natürlich mit einem Auto rumfahren kann. Hi, es ist am Hafen gelaufen. Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen, war aber nur Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Wo sind wir eigentlich? Da unten ist die Einkaufspassage. Bist du farbenblind? Die war rot! Bist du farbenblind? Die war rot. Seit wann interessiert dich das? Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Beherrsch dich, ich bin in Eile. Also gut, dann fahren wir halt ordentlich. Wenn Joe sowas an unserem Ding auszumeckern hat. Mal kurz gucken. In Kapitel 4 liegt jetzt der Playboy einmal auf der Flucht nach dem Buchladen, Treppe hoch rechts. Und dann gleich weiter, direkt hinten dran nach dem Buchladen unter der Treppe.
Und dann nochmal Rooftop. Mal auf dem Dach sind. Da gucken wir nochmal. Rooftop Hallway, okay. Also. Nicht, dass wir noch was verpassen. Verdammt! Jetzt kommen nämlich die Iren, das weiß ich noch. Wir machen das ganz so Ding. Scheiße, was ist hier los? Los Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, klar. Was ihr auf habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31. Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ah, Scheiße! Leg los, komm nichts wie raus hier. Ja, genau das. Wir müssen schleunigst hier raus. Worauf zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs. Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Na Bullen. Los doch, nicht wie raus hier. Ich versuch's ja. Warum sprintet man nicht? Verdammt, die Bullen. So, hier rein. Jetzt kommt der Buchladen, oder? Das ist die Buchladen. Ich komme, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Komm schon, du Scheißteil, geh auf. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Ja, erst wieder die Ding. So, einer liegt nämlich hier. Murphys Gesetz, ja. Da werden wir auch nochmal Ding. Ich sehe schon, ich habe nachher einiges zu. Polizei! Ihr sitzt fest! Und dann der andere war direkt. Hier. Ja. Kommen wir nicht weiter! So, jetzt müssen wir alles die Treppen hoch, alles die Treppen hoch, alles die Treppen hoch. Jetzt gehen wir nicht aufs Dach. Scheiße, wieder eine Sackgasse. Hör auf! Wir müssen da lang, das ist unsere einzige Chance. Sag doch mal was, dass du die Tür schon offen hast, ey. Komm schon, Vito, beweg deinen Arsch! Bist du wahnsinnig, da ist alles vereist. Ein Ausrutsch und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du den Knast? Ja, dann lauf doch mal. Komm ich da? Halt dir die Kopf vom Hals, ja, okay. Hallo? Kann ich da irgendwas drücken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich war wieder einer hier im Treppenhaus festgebackt, den wir noch wegmachen müssen. Das ist ja wieder typisch. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen.
Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Hallo, Taube. Verdammt, die Bullen. Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Hui, der ist runtergefallen. Was ist das? Ich glaube ja. So. Auch hier schon der Joe, dass er die Tür aufmacht, oder? Ah, da kommen natürlich noch mehr. Ich wollte nur sicher gehen, dass uns keiner folgt, ja. So, da liegt Playmate Nummer 8. Ich glaube, an der brauchen wir nicht viel zensieren. Dass wir alles gesehen haben. So, das glaubt uns Henry nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Verpiss dich, Bulle! Ich bin unschuldig! Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Das ist schlecht, los! Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Hier zu Joe, um den Tag zu beenden. Ich frage mich jetzt gerade, habe ich hier irgendwo ein Modegeschäft? Weil ich bin ja jetzt wanted. Hier läuft ja gerade ziemlich viel Polizei rum. Ich könnte jetzt versuchen, da hinten ein Auto zu knacken. Beziehungsweise so habe ich es früher immer gemacht. Ich habe jetzt da hinten ein Auto geknackt und bin dann heimgefahren. Kann ich hier? Ja, so nämlich. Hätte ca. 1,80 groß. Oh nein, echt jetzt. Die fangen natürlich sofort an zu schießen. So, vielleicht sehen sie mich hier drin nicht. Vielleicht sind sie genauso. Oder doch, ein paar kommen rein. Ah ja, klar.